Die Kirsche ist mir letztes Jahr auseinandergebrochen, weil es einen Sturm gab. Und ich dachte erst, ich muss die fällen, aber ich lasse jetzt mal. Aber man sieht ganz deutlich, die kämpft jetzt um ihr Leben. Und dann zeigt sich das eben mit diesem Gummifluss. Also die ist hier geschädigt, ist offene Wunden. Das kann auch passieren, wenn man zu viel schneidet. Dann gerade an Schnittstellen tritt es häufig auf. Man sollte halt dafür sorgen, dass die Kirsche gut versorgt ist. Das heißt also Trockenheit, bei Trockenheit und Hitze gießen. Vielleicht auch mal düngen, den Boden lockern. Also am besten wäre es ein durchlässiger Boden, Humus. Und damit die Wurzeln auch Luft bekommen und eben auch nach Schädlingsbefall Ausschau halten und da einfach Maßnahmen ergreifen, weil auch Schädlinge einen Baum so stark schädigen können, dass er dann Gummifluss bekommt. Also hier kann ich die, wenn ich hier aufgepflanzte Rinde habe, die schneide ich zurück bis ins gesunde Holz, aber Vorsicht, nicht zu tief. So, und dann können sich hier auch keine Schadorganismen so halten.